Die 80er. Zeit der Unschuld und des guten Geschmacks. Eine Zeit, in der man sich darauf verlassen konnte, dass ein Fukuhila genauso stilsicher war wie neonfarbene Trainingsanzüge. Es war die Zeit, in der mich singende Fellwesen mit haariger Schwanzspitze in ihre Welt entführten. Die Rede ist von den Fraggles. Und zu meinem Glück bewiesen Ravensburger mit der Produktion und meine Mutter mit dem Kauf einen guten Geschmack, sodass ich auch auf dem Spielbrett in die Höhlen abtauchen konnte. Auch heute noch liebe ich es, die Fraggles mit meinem Sohn zu spielen. Obwohl es ein simples Würfel-Laufspiel ist, bei dem die einzige Aufgabe darin besteht, zwei Orte zu besuchen, von den Gorgs ein Radieschen zu klauen und zurück ins Becken zu hüpfen, haben wir stets eine vergnügliche Zeit. Für die Fraggles scheint der Grundsatz, dass derartige Spiele langweilig sind, nicht zu gelten. Solltet ihr dieses Kleinod auf dem Flohmarkt finden, dann hört auf den Rat der allwissenden Müllhalde. Kauft es und versinkt in ein wohliges Gefühl der Nostalgie.